Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Bist du neu? Dann sei ganz besonders herzlich begrüßt. Und alles, was du findest zum Starten auf diesem Kanal, dann findest du einen Link in der Videobeschreibung. Heute geht es weiter mit dem Weihnachtstischläufer, den wir angefangen haben. Und wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, das geht um das Sandwichbilden. Das heißt, wir haben ein Quilt-Top, wir haben das Vlies und die Rückseite. Und warum hier so ein Ding liegt, das sage ich euch gleich. So, als erstes haben wir unser Quilt-Top komplett fertig genäht und auch gebügelt. Meins liegt hier schon ein paar Tage, jetzt muss ich nochmal neu bügeln, weil ich das schon vorbereitet habe. So, das ist das eine. Dann schneiden wir uns Vlies zu, das ringsrum. Ungefähr, ihr seht, es ist hier nicht so viel ringsrum, aber ich sag mal so ungefähr 2 Inch ringsrum sollten reichen für diesen kleinen Quilt. Wenn wir ein größeres Quilt haben, schneide ich persönlich immer 2 Inch, manchmal auch sogar 3 ringsrum mehr ab, weil der Stoff des Quilt-Top bewegt sich ja und verschiebt sich mitunter auch und dann haben wir mehr Luft, das abzuschneiden nachher. So, und dann die Rückseite. Da habe ich hier einen Weihnachtsstoff gewählt, der sich in Mustern nicht so gut verarbeiten lässt. Das ist dann zu busy, sage ich mal. Und lege den mit der schönen Seite nach unten auf meine Unterlage, die ich benutze. Ihr könnt ein altes Laken nehmen oder einen glatten Tisch, euch das ankleben, so mit Tape, das kann man machen, dann bleibt es schön glatt, wenn man sprühen will. Aber das zeige ich euch gleich. Dann kommt das Vlies drauf. Ich habe hier ein ganz, ganz dünnes Vlies gewählt, das so vom Meter kommt, das verlinke ich euch gerne. Und dann kommt das Quilt-Top auf, mit der Rückseite auf das Vlies. Das kann man immer wieder glatt streichen. Und diese drei Lagen bezeichnet man als Sandwich. So, jetzt ist es ja ein ziemlich langes Dingens. Wenn ich nicht sprühen will oder heften will, heften kann man auch mit ganz großen Stichen. Mein Problem ist immer, das dauert mir alles viel zu lange. Ja, so ist das halt. Ich mache das gerne, dass es für mich praktikabel ist und auch noch gut aussieht. So, diese Quiltnadeln, die gibt es zu kaufen im 100er Pack oder so. Die kostet um die 15 Euro, die hat man dann immer. Und ich habe mir die in so eine Büchse hier gemacht und dann ist es gut. So, wie wir das arbeiten, das ist ziemlich einfach. Eine Nadel quer, die andere entgegengesetzt und wieder so, dass man immer ungefähr eine Handbreit dazwischen hat. Also das heißt, wenn ich so anfange mit quer, senkrecht, wieder quer, mache ich hier so weiter. Und das habe ich in jedem Quadrat hier gemacht, speziell bei diesem. Das kann man, wenn man einen großen Quilt hat, reihenweise machen. So. Und dann gehe ich hier weiter. So, ich möchte euch aber auch noch zeigen, ich habe es jetzt nicht fertig gemacht, weil ich euch eigentlich zeigen möchte, wie ich das persönlich am liebsten mag. Ich habe so angefangen und habe dann hinterher manchmal trotzdem Falten drin gehabt und so weiter. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich dachte, das will ich nicht. So, wenn ich anfange zu sprühen, besorge ich mir einen Sprühkleber, einen leichten Sprühkleber für Textilien. Ich habe angefangen mit so einem ganz teuren Zeug, sag ich mal. Ja, 5x5 und das kostet 20 Euro. Das ist mir, muss ich ehrlich sagen, zu viel. Wenn ich da im Jahr 50 Quilts nähe, so, das ist so meine Hausnummer, oder 30 bis 50 Stück. Das ist mir vom Materialaufwand zu viel. Und ich mache das inzwischen so, also wenn ich das ausgelegt habe, rolle ich das alles wieder hoch, gucke nochmal, ob es wirklich glatt ist. Und wenn es nicht glatt ist, dann
bügel ich mir das nochmal. Es ist gut, wenn du es auf deinem Tisch machst, dass du die Nähmaschine, wenn die hier neben steht, abdeckst, weil es klebt sonst. Ich nehme einfach einen ganz einfachen Textilkleber und sprühe nicht vollflächig, einfach nur zum Fixieren. Guck, dass es wirklich glatt ist. Schüttel das ganze Ding vorher und mach einfach. Stell die Flasche weg, leg es drauf und gut ist. So, ihr seht schon, dass es klebt, schon fertig. Und jetzt, das ist ja nur zum Fixieren, dass mir das Beinquilten nicht weggeht. Und jetzt lege ich das einfach, streiche in der Mitte erst so lang, dann so und glatt. Lass es einen Moment trocknen. Und ihr habt schon gesehen, es klebt schon. Da mache ich gar nicht mitmachen. So. So, ich mache jetzt die Nadeln wieder raus. Und ihr könnt ja vorspulen, wenn ihr mögt. So, es ist wirklich sinnvoll, wenn man erst die eine Seite macht und es dann so liegen lässt. So mache ich das. Auch beim großen Quilt mache ich das so. Ich fange immer an einer Seite an und räume das wieder hoch, bis man merkt, ah, hier ist geklebt. Okay. So und so. Und das gleiche mache ich mit dem Vlies. Ihr seht, es ist so fein, dieses Vlies, dass es schon fast ohne. So, und hier merke ich, ah, bis hier ist geklebt. Ich weiß nicht, ob ihr das mögt mit dem Kleben, aber es ist wirklich, also für mich arbeitet es ganz prima. Und jetzt nehme ich das ganze Stück streich es aus, schön glatt, mach hier weiter . So, und jetzt gucke ich mal, wie weit ich bin. Ja, zwischendurch immer wieder schauen, wo ihr seid. Bis hier ist geklebt. Also kann ich nicht weiter durcharbeiten. Wenn ihr noch Fäden seht oder irgendwelche Sachen, die da nicht reingehören. So, es nähert sich dem Ende. Wunderbar. Wer sich unsicher ist, mit den Ecken dann nicht zu sprühen, nicht viel sprühen will, der kann ja eine Nadel nehmen und die Ecken dann nochmal fixieren. Guck nochmal, okay, passt.
Immer von der Mitte. Ich muss es nochmal bügeln, weil hier die Nadeln schon eine Weile drin sind, aber das geht dann raus. Kein Problem. So. Und schon ist mein Läufer fertig fixiert und wir können loslegen mit Quilten. Und ihr seht, dass hier keine Falte ist, nichts dergleichen, null. Hier. Und während des Trocknens mache ich meistens, fertige ich das Binding indessen an. Es möchte ein bisschen trocknen, aber da wir hier nicht so viel Fläche haben, braucht es auch nicht so lange, vielleicht 20 Minuten bis eine halbe Stunde ungefähr trocknen lassen und dann ist schon fertig. So, und beim nächsten Mal zeige ich euch, dass wir anfangen zu quilten. Was wir brauchen, sind Quiltnadeln, die könnt ihr euch ja schon besorgen. Dann brauchen wir einen Quiltsteppfuß. Wir brauchen schönes Garn, womit ihr das quilten möchtet. Und wir brauchen auch so ein Stückchen Probe irgendwas, sodass dem entspricht der Rückseite, dem Vlies und dem Top, dass man ungefähr die gleiche Stärke hat vom Sandwich. Das ist hier so ein älterer Block, den habe ich nicht fertig gemacht, aber das kann ich noch fertig machen. Das nehme ich, habe ich sonst immer als Muster. Wenn ich einen Block habe, nehme ich mir den als Muster und bereite so ein Probestückchen vor. So mache ich das. Das brauchen wir alles für nächstes Mal. Und eine volle Spule natürlich oder zwei volle Spulen, aber ich glaube, eine Spule ist ausreichend für diese Größe vom Quilten. Ja, nehmt euch Zeit beim nächsten Mal und eine Tasse Kaffee oder irgendwas, was ihr mögt. Da gibt es eine Menge zu erzählen, wie ich das mache. Wie ihr das dann nachher macht, das bleibt euch überlassen. Jeder findet irgendwann beim Quilten seinen Weg, was für ihn am besten ist. Ich habe lange Zeit mit den Nadeln gearbeitet und habe gedacht, nee, das ist mir viel zu aufwendig. Ich bräuchte mindestens fast, wenn ich einen großen Quilt mit den Nadeln mache, brauche ich ja eine Stunde, ehe ich das glatt habe. Im großen Quilt zusammen Sandwich bilden mit Spray dauert maximal 20 Minuten, maximal bei mir. Gut, da ist auch die Übung, ne, dass man macht, wenn man das öfter macht, denn je besser findet man sich ja damit zurecht. Also, die Sachen brauchen wir. Quiltnadeln, ich nehme diese hier. Dann brauchen wir einen Steppfuß, die für eure Maschine passend ist. Da kann man auch googeln. Aber ich glaube, das ist hier einer, der passt an ganz viele Maschinen. So, und ein schönes Garn, welche Farbe ihr auch mögt. Ich wollte es schlicht halten, so dass das auch im Hintergrund passt, dass ich nicht hier unten rot habe oder irgendwas. Ich wollte es dezent haben. So, deswegen nehme ich hier so ein cremefarbenes Orifil Guard. Das kann ich euch auch noch verlinken, wenn ihr mögt. So, das war's für heute und wir sehen uns beim Quilten wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Dankeschön fürs Anschauen. Tschüss.